so seltsam es klingen mag, Auschwitz bleibt uns anvertraut. Es gehört uns, wie uns die übrige eigene Geschichte gehört. Mit ihr in Frieden zu leben, ist eine Illusion. Denn die Herausforderungen und die Heimsuchungen nehmen kein Ende. Siegfried Lenz hat diese nachdenklichen und nachdenkenswerten Worte gesprochen, anlässlich seiner Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1998. Und das, was er sagt, hat in der Tat auch nichts an Aktualität verloren, auch nicht 24 Jahre, nachdem er es gesagt hat. Denn heute, am 27. Januar, gedenken wir der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor inzwischen 77 Jahren. Seit 1996, also 2 Jahre bevor Siegfried Lenz dieses Zitat getätigt hat, ist der 27. Januar in Deutschland ein Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und seit 2005 ist er dies auch international. Und seit 2015 gedenkt der Landkreis St. Wendel auch jährlich an diesem Tag mit einer eigenen zentralen Gedenkveranstaltung an die Gräueltaten des Nationalsozialismus und gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus. Leider musste diese Veranstaltung im vergangenen Jahr Corona-bedingt ausfallen und leider fällt sie auch in diesem Jahr aus. Nichtsdestotrotz will ich die Gelegenheit nutzen, mit diesem Video an diesen Tag zu erinnern und diesen Tag zu nutzen, um auf das Geschehen der Vergangenheit aufmerksam zu machen. Denn diese Veranstaltung am 27. Januar, die wir normalerweise durchführen, ist ein wichtiger Mosaikstein unserer Erinnerungskultur. Eine Erinnerungskultur, die sich verantwortungsvoll mit der nationalsozialistischen Vergangenheit der Region auseinandersetzt und den Opfern würdig gedenkt. Denn der Nationalsozialismus fand nicht irgendwo fernweg in Berlin oder wo auch immer statt, sondern eben auch bei uns vor Ort, hier in St. Wendel, in der Region, im Landkreis. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch hier vor Ort erinnern und nicht nur verweisen auf eine zentrale nationale Gedenkveranstaltung oder einen zentralen Gedenktag, sondern diesen Tag auch regionalisieren. Die nationalsozialistischen Gräueltaten, sie sind untrennbar mit dem Namen Auschwitz verbunden. Auschwitz, dieser Name, steht wie kein zweiter für das Grauen, das in deutschem Namen verübt wurde. Und das wird uns auch jetzt nochmal gerade in diesen Tagen bewusst, wo wir an die Wannsee-Konferenz erinnern, die ja auch ein unrühmliches Jubiläum feiert. Und der Fernsehbeitrag über die Wannsee-Konferenz hat eindrucksvoll belegt, auch die Verrohung der Sprache, mit der die Nationalsozialisten die Opfer verhöhnt haben, mit der sie Menschen behandelt haben wie eine Sache, als ginge es darum, Güter zu transportieren oder irgendeine Logistik von Material und Maschinen zu bereden. Nein, es ging um Menschen. Und es wurde in einer grauenvollen Nüchternheit darüber entschieden, in welcher Art und Weise Menschen ihrer Vernichtung zugeführt werden. Und insofern ist gerade diese aktuelle Debatte auch nochmal im Jubiläum der Wannsee-Konferenz im Kontext zu sehen mit dem, was Auschwitz ausmacht. Auschwitz ist das Symbol für alle Verbrechen des NS-Rassismus. Auschwitz sprengt alle historischen Maßstäbe bisheriger Praktiken, Grausamkeiten und Massaker. Auschwitz ist der größte Friedhof der menschlichen Geschichte. Auschwitz steht als Chiffre für das planmäßige millionenfache Morden während der NS-Zeit, für das begangene Unrecht und die Missachtung der Menschenwürde. Und diese nationalsozialistischen Gräuel fanden eben nicht nur dort statt, sondern auch bei uns vor Ort im St. Wendler Land. Auschwitz, so hat es Siegfried Lenz gesagt, bleibt uns anvertraut.
Es steht für den millionenfachen Mord im deutschen Namen. Auschwitz ist ein Teil unseres Erbes. Um es mit den Worten des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck zu sagen, es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz. Die Erinnerung an den Holocaust bleibt eine Sache aller Bürger und aller Bürgerinnen, die in Deutschland leben. Er gehört zur Geschichte dieses Landes. Auschwitz bleibt uns anvertraut. Es gehört uns, so wie uns die übrige eigene Geschichte gehört. Warum konnte Auschwitz geschehen? Diese Frage müssen sich alle Generationen stellen. Eine einfache Erklärung dazu gibt es nicht. Denn, so zitiere ich Siegfried Lenz, die Herausforderungen und die Heimsuchungen nehmen kein Ende. Es gibt kaum noch Zeitzeugen dieser nationalsozialistischen dunklen Epoche unseres Landes. Aber rassistisches, nationalsozialistisches und antisemitisches Denken gibt es immer noch. Es nimmt sogar wieder zu. In Parlamenten, in Zeitungen, im Fernsehen, vor allem in den sogenannten sozialen Medien hören, sehen, lesen wir Aussagen, die uns fassungslos machen. Es wird relativiert, es wird gehetzt, es werden Menschen verhöhnt und bedroht. Und dies zeigt, wie wichtig es ist und bleibt, die Erinnerung an das, was geschehen ist, wachzuhalten, aufzuklären, zu sensibilisieren, zu zeigen, wozu Ausgrenzung und Hass führen können. Denn das, was geschehen ist, ist eben nicht nur Vergangenheit, es ist immer noch in vielen Bereichen Gegenwart. Wir als Landkreis St. Wendel erinnern in vielfältiger Form. Durch diesen zentralen Gedenktag am 27. Januar, aber auch durch viele andere Aktivitäten. Wir haben Orte gegen das Vergessen im Landkreis eingerichtet. Wir legen am einstigen Standort der Synagoge in der St. Wendeler Kelsweiler Straße jedes Jahr einen Kranz nieder, haben dort auch eine Stele installiert, die an den Standort der Synagoge erinnert und an die Geschehnisse in der sogenannten Reichspogromnacht. Wir unterstützen Vereine, Projekte, Schulen bei ihrer Erinnerungsarbeit und haben die Erinnerungskultur und das Bildungsnetzwerk des Landkreises aufgenommen. Und gerade die Arbeit mit jungen Menschen, mit Schulen, ist sehr beeindruckend, weil die jungen Menschen erfahren, dass es eben auch, wie am Beispiel von Fritz Berl, Schüler des Gymnasiums Vandalinum, eben auch Schüler und Kinder hier aus der Region waren, die verfolgt wurden, die betroffen waren. Und das schafft auch wieder Betroffenheit bei der Jugend von heute. Ich bin allen Partnern, mit denen wir hier gemeinsam Erinnerungsarbeit leisten, sehr, sehr dankbar für das, was sie tun. Und bin auch sehr dankbar, weil es ist eine bleibende Aufgabe, für die Demokratie zu kämpfen und zu werben, dass wir die Partnerschaft für Demokratie haben, wo wir mit vielen Partnern gemeinsam Projekte entwickeln, um auch gerade mit jungen Generationen Demokratie zu erlernen und die Wesensart der Demokratie weiterzutragen und Demokratie und demokratische Prozesse auch zu stärken. Denn gerade die Pandemie der letzten beiden Jahre hat uns auch nochmal gezeigt, wie zerbrechlich auch unser gesellschaftliches, unser demokratisches Miteinander ist. Demokratie ist anstrengend. Demokratie muss immer wieder neu erarbeitet, erkämpft werden und ist natürlich auch solchen Gefahren ausgesetzt. Und bei allem Verständnis für Ängste, Sorgen und Nöte, die Menschen jetzt auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben, wenn aber bei Protesten und sogenannten Spaziergängen auch Rechtsradikale mitmarschieren, wenn antisemitische Hirngespinste dort verbreitet werden, dann hört es für mich und für alle Demokraten mit dem Verständnis auf. Ich habe kein Verständnis für Verschwörungstheoretiker bzw. für Verschwörungsfantasten, denn es sind keine Theorien, die dort verbreitet werden. Ich habe kein Verständnis für Extreme, für Gegner unserer Demokratie, die versuchen, berechtigte Sorgen vernünftiger Menschen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Hier müssen wir als Staat, hier müssen wir als einzelner Bürger, als Demokraten eindeutig Farbe bekennen
Wir müssen uns berechtigten Sorgen und Ängsten unserer BürgerInnen stellen. Wir müssen mit ihnen diskutieren, mit ihnen reden. Wir müssen vor allem aber verhindern, dass ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Nöte, ihre Kritik instrumentalisiert wird von radikalen Kräften, die das für ganz andere Zwecke nutzen wollen, nämlich dafür, die Demokratie auszuhöhlen und auch abzuschaffen. Die Demokratie muss wehrhaft bleiben, denn, und da bin ich wieder bei Siegfried Lenz, die Herausforderungen und Heimsuchungen nehmen kein Ende. Und deswegen bleibt es unsere Daueraufgabe, zu erinnern, aufzuklären, Rassismus, Antisemitismus, Hass und Ausgrenzung zu bekämpfen. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der Grundsatz unseres Zusammenlebens, unserer Gemeinschaft, unseres Grundgesetzes. Und die Unantastbarkeit der menschlichen Würde muss auch das Credo für die Zukunft sein. Das Erinnern an Auschwitz fordert, dass wir die Würde des Menschen, jedes einzelnen Menschen, verteidigen. Es ist unsere bürgerliche Pflicht, das Zusammenleben in unserem Land auf dem Fundament von Demokratie, Toleranz und Achtung zu wahren und zu gestalten. Und daran sollten wir gerade auch heute am 27. Januar, an diesem besonderen Gedenktag, erinnern. Daran sollten wir gerade heute denken, aber eben nicht nur heute, sondern während des ganzen Jahres in unserem Reden, vor allem aber in unserem Tun.